aber es ist nichts bestimmt. Und deswegen können wir unser Rendezvous auch einhalten. Gleich nach dem Krieg, um 6 im Kerch in Prag. Ja? Nicht vergessen, ganz bestimmt kommen. Servus. Auf diesem Boden, Leute, ist bereits Blut geflossen. Hier haben eure tapferen Kameraden die Russen in die Flucht geschlagen. Trotzdem droht euch in dieser Zone eine ungeheure Gefahr. Der nichtswürdige Gegner hat hier überall Bordelle mit geschlechtlich angestecktem Personal zurückgelassen, um der österreichischen Armee durch diesen Trick große Verluste zuzufügen. Ich warne euch hiermit vor dem Besuch solcher Lokalitäten. Ich selbst werde mich persönlich in diesen Häusern davon überzeugen, ob mein Befehl befolgt wird. Jeder, den ich erwische, kommt vors Feldgericht. Man kann es aushalten. Ja? Es gibt hier Huren wie die Engel. Friedrich, ich hab mir die Glücksfee gebracht. Was? Haben die gnädigen Fräuleins vielleicht einen Gusto auf einen kleinen Likör? Wir sind doch nur zwei. Für drei Herren? Ist das Fräulein Ella frei? Ich glaube, die hat gerade Kundschaft. Saustall, Hauptmann! Ich suche Sie in dem ganzen Nest und Sie amüsieren sich mit Damen. Typisch für die Schlamperei unserer KOK-Verbündeten. Wollen Herr Oberst nicht Platz nehmen? Ich denke nicht daran. Ich verlange, dass Sie auf der Stelle das Gymnasium räumen lassen. Da habe ich soeben mit meinem Bataillon Quartier bezogen. Das ist mir wurscht, mein Herr! Ich befehlige Reserveeinheiten einer deutschen Division und soll laut Anweisung des Stabes meine Mannschaft im Gymnasium einquartieren. Ich werde sofort bei der Division zurückfragen, Herr Oberst. Du kommst am besten gleich mit. Ich werde selber ein paar Wörtchen mit Ihrem Divisionär reden. Ich übernehme euch beide, ihr Satzern. Die blauen Akten hierher. Nicht die, die blauen. Befehl vom Unterschluss, wir sollen in 2 Tagen hier eine Ration für die Kompanie fassen. Und Sie sind dafür verantwortlich. Ah ja, immer ich. Herr, eiserne Rationen. Was ist das? Nun, eiserne Rationen, das sind Reservekonserven, die was der Soldat immer bei sich herumschleppen muss, aber er darf sie nicht auffressen. Höchstens er ist tot. Was, nicht auffressen? Na, das kann ich nicht. Sofort alles packen. Das Bataillon verlässt die Stadt um 6 Uhr abends und rückt auf Turowa vor. Alle Bataillonsoffiziere sofort zu mir. Herr
Alles einpacken! So ändert sich im Krieg die Situation jeden Augenblick. Wo ist Leutnant Dupp? Der ist in die Stadt gefahren. Sie werden ihn bestimmt ohne Schwierigkeiten finden. Er stoßt ja ohnehin ständig zusammen. Herr Oberleutnant, darf ich gehorsamst um einen schriftlichen Befehl bitten, eben weil wir immer zusammenstoßen und das miteinander haben. Herr Oberleutnant, ich werde ihn ganz bestimmt finden. Er ist ganz bestimmt im Bordell. Weil dort ist der Aufenthalt für Mannschaftspersonen verboten. Deswegen wird er dort herumsitzen, um zu sehen, ob jemand von uns vors Kriegsgericht gehört. Wie er uns das immer androht. Komm, trink doch ein Gläschen, mein Häschen. Und du auch, meine Süße. Du bist ja so spendabel, Bubi. Womit soll ich denn das bezahlen? Das werde ich dir schon noch sagen. Ja, da sitzt man schön durch den lichten Maienraum. Hoppla, hoppla, nicht so stürmisch. Yes. Ah! Das war ein Sturmangriff mit Hurra. Pardon wird hier nicht gegeben. Kleiner Soldat, hast Glück, dass ich noch frei bin. Einen Wein dran, so alt wie die Welt müsste sein. Und wünsch mir ein Flügelpaar zu reisen. Das bleib doch hier, Kleiner, da drüben hast du nichts verloren. Mein Herr, das ist für Offiziere, für Mannschaft. Ist da, verschwind. Verzeihen Sie, Madame, ich suche einen Herrn Leutnant. Ich habe dazu den Befehl. Bei uns ist kein Herr Leutnant zu Gast. Madame, flüstern Sie mich nicht so frech an, sonst kriegen Sie von mir eins über die Kuschen. Bei uns in der Plattnergasse in Prag, da war auch eine Madame, die hat auch immer so frech geflüstert und die hat man so geschlagen, dass sie ohnmächtig geworden ist. Und wie sie im Spital wieder zu sich gekommen ist, hat sie nicht einmal mehr gewusst, wie sie heißt. Hat der Arzt gesagt, wie heißen Sie, Madame? Und sie sagt, ich weiß nicht, irgendwas mit Und wie ist Ihr Name, Madame? Ich verbiete es Ihnen zum Donnerwetter, verschwinden Sie! Hilfe! Ich brauche aber den Leutnant, weil ohne den Leutnant kann das Regiment nicht an die Front gehen, Kruzilese. Wer ist der Offizier? Die Mannschaft ist da drüben. Lass mich aus. Lassen Sie doch das Vergnügen. Bis du hier kommen wir dran. Ich wieder mein Frühling bist. Oh. Da kommt einer. Bitte weitermachen, Herr Hauptmann. Ich habe nichts gesehen. Besetzt! Nein. Meine Gehorsamste Leutnant, ich habe hier einen Befehl, wonach sich Herr Leutnant sofort anziehen soll und sofort in unsere Kaserne im Gymnasium kommen soll. Es findet dort nämlich eine sehr wichtige militärische Beratung statt. Was ist das? Eine Entschuldigung? Ja. Bei uns gelten keine Entschuldigungen. Wir sind im Krieg, nicht in der Schule. Ach, lass uns den Herrn Leutnant doch ausschlafen. Sie sehen, es ist ihm nicht gut. Es ist höchster Brigadebefehl. Alle Offiziere müssen sich sofort anziehen. Hat man dich also im Bordell erwischt, Schweg? Komm näher, du Ochse. Ich gebe dir ein paar Ohrfeigen. Wir brechen nämlich heute auf und jetzt wird gerade eingeteilt, welche Kompanie die Vorhut und welche die Nachhut sein soll. Und ich glaube, dass Herr Leutnant da auch ein bisschen was mitzureden haben. Wo sind wir? Sie, Herr Leutnant, sind im Bordell. Ja? Gottes Wege sind verschlungen. Geh, komm, trink noch was. Gib mir noch ein Bussel. Du kriegst Krankheits über die Kuschen wegen Verhinderung vom militärischen Gehorsam. Herr Leutnant, hopp! So, jetzt. So. Bitte. Na, du bist mir aber ein Luder, Schlaus. Na, komm schon. Der ist nämlich bezahlt. Ich weiß, du auch, aber... Weißt du, wenn das Vaterland jetzt nicht rufen möchte, aber ich verspreche dir, beim Rückzug
schaue ich bei dir herein. Das Bataillon rückt feldmarschmäßig um 6 Uhr Abend aus und bezieht die Linie. Turowa, Wolska, Bischkowitz, Starasol, Schambor. Die Vorpatrouille marschiert eine halbe Stunde früher ab. Flankenschutz nach Norden und Süden, 3 Kilometer Distanz. Ihr Ansicht ist völlig richtig, meine Herren. Sie erinnern mich an meinen Assenvorstand. Lebe hoch! Hoch! Meine Glas auf der Oberleutnant! Das ist Marschweg und finden Sie für Leutnant Dupp einen Platz, wo er sich ausschlafen kann. Zu Befehl, Herr Oberleutnant! Was habe ich gemacht? Nur gar nichts Besonderes, Herr Leutnant, war in einem öffentlichen Haus, aber das ist ja nichts Besonderes. Was habe ich dort angestellt? Auch nichts Besonderes. Herr Leutnant, Sie mit einem nackten Weib im Bett gelegen, aber das kann ja jedem passieren, nicht wahr? Ne? So, Vorsicht. Und jetzt wünsche ich eine angenehme Ruhe. Bischen!
Schwed, schauen Sie mal nach, was Leutnant Zug macht. Mich an wie ein Kalb das neue Tor. Willigers, Herr Leutnant, soll ich wirklich sagen, warum ich so glotz? Was erlaubst du dir? Wie sprichst du mit mir? Wie stehst du auf da? Willigers, Herr Leutnant, dass ich schlecht dastehe. Ich habe nämlich vergessen, die Hacken zusammenzunehmen, aber ich werde das gleich machen. Ich kenne dich längst von deiner schlechten Seite. Halunke! Vorwärts! Ich bin in einem Gutshof Quartier gemacht, Herr Oberleutnant. Der erste und zweite Zug übernachtet in einer Scheune, der dritte und vierte auf dem Heuboden. Die Pferde haben Platz im Stall und über dem Stall kann ich die Mannschaft vom Tross unterbringen. Danke. Jeder Zug steht zweimal im Postendienst. Die Einteilung übernehme ich. Wecken 4:30 Uhr. Juppalia, Juppala, Gott wird nie nicht schon da. Juppalia, Juppala, Gott ist immer da. Juppalia, Juppala, Gott wird nie nicht schon da. Juppalia, Juppala, Gott ist immer da. Selbst der Holz auf trockenem Rot, und der aus der Mond. Juppalia, Juppala, Gott wird nie nicht schon da. Juppalia, Juppala, Gott ist immer da. Juppalia, Juppalia, Gott ist immer da. Mit dem Mittagsglockenschlag spricht der Knüppel aus dem Saal. Befehl von der Brigade. Befehl von der Brigade. Hochleiter Belligosa, Befehl von der Brigade. Helle, neuer Marschbefehl für die 11. Kompanie. Die Marschroute wird nach Feldstein abgeändert. Wir lassen Sambor links liegen. Reiten Sie zur Brigade zurück und schicken Sie einen Sanitätswagen. Leutnant Tupp vom ersten Zug fantasiert und muss sofort ins Lazarett. Dann lassen Sie sich zu essen geben. Kommen Sie mit. Rechter Fuß. Sie bereiten mit Schweg Quartier in Feldstein. Hier. Dass Sie sich zur Einwohnerschaft anständig betragen. Rechter Fuß. Jawohl, Oberleutnant. Ja. Melde gehorsam. Ich habe aber heute in der Nacht einen schlimmen Traum gehabt. Geben Sie rum mit Ihren dummen Reden, Schweg. Schauen Sie sich lieber mit Feldwebel Wannet die Karte an. Rechter Fuß. Bitte. Rechter Fuß. Von hier wenden Sie sich rechts zum Flüsschen und gehen links bis zum nächsten Dorf. Ja. Wo der erste Bach von rechts mündet, gehen Sie den Feldweg hinauf, genau nach Norden. Ja. So können Sie sich nicht verirren. Werden Sie sich das merken? Hey. Na ja, da schaut's aber schon, das schaut schon ganz anders aus wie bei uns in Prag. Ja. Bei uns ist die Heuernte schon vorüber. In Kralup, da fangen wir immer als Erste an. Also hier werden die Bauern nächstes Jahr eine sehr gute Ernte haben. Na ja, es ist ja für ein Feld sehr gut, wenn ein ganzes Regiment drauf verwest, da braucht man sich wenigstens kein Wochenmehl zu kaufen, nicht? Weil sich die Jagdzähler dort geschlagen haben, hopp, hopp, hopp,
Vorwärts, ihr Achtzehner, scheut nicht die Gefahren, denn die Löhnung wird euch jetzt schon nachgefahren. Hopp, hopp, hopp! Tral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 a! Weg! Wir müssen nach rechts gehen, das ist auf Kreuzwegen so üblich. Nein, ich gehe nach links, der Oberleutnant hat gesagt, wir können uns hier nicht verirren. Seien Sie nicht verrückt, Schweg, gerade hier müssen wir, wie ich es sage, nach rechts gehen. Na schön, bitte, gehen Sie rechts, ich gehe links. Wir werden sehen, wer früher in Feldstein ist, nicht? Wer früher dort ist, kann dem anderen eine Ansichtskarte schreiben. Herr Feldwebel! Herr Feldwebel, aber wenn Ihnen was passieren sollte, schießen Sie in die Luft, dann werde ich sofort einen Flankenangriff machen. Jetzt schau dir das an. Er hat eine österreichische Uniform gestohlen und schon halb angezogen. Dafür wird er gehängt. Ja, wieso? Ich hab doch nur... Halt die Schnauze! Hier genau die Uniform, die er bei seiner Flucht anhatte. Haben wir dich erwischt, Bürschchen. Dafür wird er erschossen. Was, erschossen auch noch? Großer Gott! Halt's Maul! Wir bringen dich schon dorthin, wohin du gehörst. Und jetzt pack deine Sachen zusammen. Abstehen! Gefangenentransport raustreten! Na, du Lammarsch! Seid ihr extra Einladungsschild, was? Nein. Also der... Schlusschakatze!
Transport Pizza Plenig. Железня дорога. Потепетеч? Их мэри горсамст. Пиэстл? Швейн Йозеф. Квик. Also, den Kollege Mint. Was hat das für eine Nummer, hä? Meldungsamt 91. Das. 91? Mittel? Jawohl. Hat den Standort Erevan im Kaukasus und seine Ersatzabteilung liegt in Tiflis. Erschockst du was? Was habt ihr denn so? Also ich. Ich bin hier der Herr und wenn ich etwas sage hier, hat alles zu zittern und sich zu vergriechen. Jetzt geht's mal in die Rührung, gell? Herr Nummer, was zeigt? Damit du siehst, was für eine Disziplin bei uns herrscht. Hans Löffler! Hier! Komm her! Nimm eine Pfeffer. Gib dir Pfeffer! Steckst du dir ins Maul? So. Und jetzt kriegst du mir auf allen Vieren! Und diese Achteier, bloß auf und nieder. Na, geh mal, geh mal. So, das Glück. Du sollst Fehlerin, Fehlerin. So, aber was hat denn der Kämpfer, das du machen wolltest? Da komm her, genug. Und auf. So, Pfeffer's Maul. Mach mir ein schönes Mantel. Und jetzt machen wir eins, zwei, drei. Holla, Lodia! Holla, Lodia! Brav, ist er brav. So. Also. Damit wir mal zusammenkommen, ich übergebe dir den Gesamttransport. Aber du haftest mir dafür, dass keiner mitkräftig ist, sonst lass ich dich da schießen, verstehst? Hast du? Zunächst ein kleines Büchlein und dir einen Bleistift. Mhm.